Hallo und willkommen zu Zelda Version 2. Das ist ein kleines Intro-Video bzw. ein Erklärungsvideo. Es geht darum, dass es sein kann, dass ein paar Videos fehlen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, woran es liegt. Also ich dachte, es liegt an meinem anderen Controller. Der hat ein paar Eingabeprobleme gehabt. Den hatte ich mir neu gekauft eigentlich. Also muss ich da nochmal schauen, ob ich den zurückgebe, weil da die Software Reset Funktion nicht funktioniert hat. Habe jetzt wieder meinen alten genommen. Aber da hat die Aufnahme teilweise auch einfach aufgehört, beziehungsweise wurde einfach nicht übernommen. Das Aufnahmesymbol hat zwar geleuchtet, also hat angezeigt, dass die Aufnahme anfängt. Beim Beenden allerdings gab es einfach keine Aufnahmen mehr. Speicher habe ich auch noch genug, habe ich nachgeschaut. Division 2 hat eine hohe Auslastung für die PlayStation 4. Das heißt, auch im PlayStation-Menü kommt es teilweise zu Verzögerungen. Das ist ein bisschen schade, weil unter anderem auch die letzte Hauptmission jetzt, die wir abgeschlossen haben, nicht mit drauf war. Sonst war es eigentlich relativ egal. Ja gut, es war halt witziges Zeug dabei, woran ich euch teilhaben lassen wollte. Das ist dann eben, ja, da hatten wir eben dann den Spielspaß. Den konnte ich dann nicht teilen. Aber was so die Hauptmission angeht, das ist schon sehr schade. Übrigens, was ich dann nochmal zeigen wollte, weswegen wir auch so gelacht haben. Das war schon ziemlich geil. Komm mal hier runter. Popo Klatschen Quartier. Popo Klatschen heißt unser Clan. Hier hinten ist das Clanzimmer. Diese Überschrift ist schon ein Lacher gewesen. Und dann gehe ich mal rüber zu den Fertigkeiten. Wie man sieht, neue Fertigkeit kann freigeschaltet werden. Wie läuft's? Ist jetzt die letzte. Deswegen ist das auch ein bisschen ärgerlich gewesen. Wir haben jetzt die letzte Mission gemacht, wo wir das bekommen haben. Die ist jetzt, wie gesagt, nicht mit dabei. Naja, bisschen doof. Aber dafür schalte ich es jetzt frei. Hier. So. Zack. Ah ne, anlegen wollte ich es nicht. Mitarbeiterübersicht haben wir jetzt dann auch soweit. Fast alle. Bis später. Fehlt nur noch einer. Emma Richards. Aber ich habe gesehen, ich habe noch ein paar Behälter. Die könnte ich mal so als Ersatz noch öffnen. Jetzt nicht so mein Fall. Danke. Wie gehst du? Jo. Also das Gesicht passt zwar nicht dazu, aber nette Geste. Auf jeden Fall. Habe ich hier noch drei Vermächtnisbekleidungsbehälterschlüssel. Die sind nur noch ein Tag, also fast 2 Tage nur noch verfügbar, diese Kisten. Mach ich hiervon nochmal was auf. Ist mir ein bisschen zu eng. Was mir gerade noch eingefallen ist, gab noch ein Legendary Holster. Zwar nicht für mich, hat mein Mitspieler bekommen, aber da der das schon auf Stufe 17 bekommen hat, einmal hat er mir das hier überlassen. Ist jetzt mit Pistolenschaden nicht unbedingt mein Hauptteil, aber hat Chance auf kritische Treffer, Schaden durch kritische Treffer und High-End-Ausrüstung ist einfach wesentlich besser als Überlegene. Wie man hier schon sieht. Okay, ist jetzt eine Stufe Unterschied, aber es sind halt auch fast 500 Rüstungspunkte. Trotzdem. Ja. Das soweit erstmal im Vorfeld dazu. Beziehungsweise ich weiß nicht genau, wo ich es einfüge, aber ich schätze mal, ich setze es einfach nach vorne, damit man schon weiß, dass da ab und zu
was ausfallen könnte. Oh. Ich weiß, was wir noch gerade machen könnten. Mal in die Belobigung reinschauen. Ja, jedenfalls wisst ihr dann, wenn ihr reinschaut, dass da was ausfallen könnte. Und ich hoffe, dass es dann nicht allzu schlimm ist, wenn da was fehlt. Es ist halt echt ärgerlich, besonders auch für mich. Ich wollte ja die Aufnahme möglichst vollständig haben, beziehungsweise das Spiel möglichst vollständig haben. Wir haben ja auch nicht großartig rumgetrödelt oder so. Klar ist das schwierig in so einem Spiel am Ball zu bleiben und wirklich in eine Richtung zu laufen und nicht ständig zu plündern. Aber wir haben es schon versucht und wollten einfach alles zeigen. Ich hoffe, es gefällt trotzdem. Also dann, viel Spaß bei den Videos. Ciao.